Hallo, grüß euch, ich bin's, der Stefan Kraft. Ja, ich bin da heute in der Ramsau. Meine zweite Trainingseinheit wieder auf der Schanzen. Ich freue mich schon riesig. Ja, ich hoffe, ich werde mich ein paar Mal weit runterhauen, dass man das auch sieht. Und ich habe mich jetzt schon gut vorbereitet. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht was abschauen können. Was ist in eurer Aufwärmritual eingebaut? So schaut das ungefähr immer aus. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag mit mir auf der Schanzen. Puh, ich glaube schon, dass ich sehr komplett und allgemein überall auf sehr hohem Niveau und sehr gutem Niveau bin. Verbesserungen gibt es immer irgendwo. Ich weiß zum Beispiel im Flugteil oder so der Sprungübergang schon auf der Schanzen auch noch Reserven habe, ist mir ganz klar. Das probiere ich jetzt bei jeder Einheit wieder einschleifen, dass das nächsten Winter dann noch besser sitzt und perfekt sitzt. Wir haben jetzt ein paar junge Riefe wieder dazu gekriegt, der Hörlian zum Beispiel, der Sprungkraft, da denke ich mir, Halleluja, wo ist der Frosch geboren? Und dann sieht man schon wieder, was drinnen ist. Da werde ich mich natürlich selber auch wieder quälen und schauen, dass ich da hinbringe, aber ich bin jetzt doch nicht mehr der ganz Jüngste, muss auch immer mehr auf Regeneration schauen und schaue, dass ich da wieder ein Stück besser werde wie letztes Jahr. Also mir wird nie fad. Ja, der erste Sprung ist schon immer was Besonderes. Da geht der schon immer die Düsen wieder ein bisschen. Da denkst du, boah, jetzt bin ich 3 Monate nicht gekupft, passt das eh noch alles, kommt der Ski eh so, wie er kommen soll, hebt das eh alles, mache ich eh noch das Gleiche wie damals. Es ist schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl immer, aber es ist gleich wieder voll gut gegangen. Ich bin beim ersten Sprung gleich wieder über alle Linien runtergezogen und gut gelandet. Also es hat alles gleich wieder sehr gut funktioniert und das macht mir gerade schon wieder sehr viel Spaß. Ja, der Sprung heute ist so nicht geplant. Wenn ein bisschen ein Lüfter ist und der Ramsau da oft ein bisschen Aufwind dabei ist auf einmal und du hast doch noch ein, zwei Lücken zu viel, ist immer schwarz am Abschätzen da oben. Normal macht es die Scherif bei uns im Training, musst selber machen und selber schauen, Trainer schreien, wo sollen wir wegfahren und da hat es mir heute einmal gescheit ausgekommen in der Ramsau über 100 Meter über den letzten gelben Strich. Das ist schon sehr, sehr weit. Heute war es doch, glaube ich, 105, 106 und ja. Muss ich die Kollegen wieder eine Runde Bier zahlen, das haben wir so drinnen. Wenn einer rodelt, dann muss er eine kleine Runde Bier zahlen. Das haben sie sich verdient beim nächsten Kurs, aber bereit für den Winter, es ist schon noch einiges zum Tor. Also körperlich, sowie, dass man so eine ganze Saison wieder durchsteht, das sind sehr viele Highlights nächstes Jahr, da muss man schon noch ein bisschen reinbuckeln. Und Materialveränderungen sind sehr viel, von Keil, Schuhe bis Anzugschnitt, also 3 große Veränderungen und die muss ich auch noch nach und nach angehen. Steht am Plan sicher, heuer EOS erst später Ende August oder dann Ende September noch in Hinzenbach. Da möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Ich hoffe, dass das wieder normal stattfinden kann, dass das wieder passt. Dabei schaut es mir ganz gut aus und für das bereite ich mich sicher auch vor. Sehr, also was heuer alles am Plan steht, ist Motivation genug. Wir haben im Dezember schon vor dafür schon zu einer Skiflug-WM in Planitzer. Also wir dürfen heuer zweimal in Planitzer fliegen, was Schönes gibt es nicht. Für mich als Skiflieger, das tue ich doch am liebsten. Oberstdorf ist eine Schanze, die ich sehr gern mag, wo ich schon coole Erfolge feiern habe können. Und da ist eine WM, sehr nahe an Österreich. Ich glaube schon, dass da viele österreichische Fans auch hinkommen, hoffe. Und dann noch für Schanzen, also sehr, sehr viele Highlights. Und ja, ich hoffe, dass ich gut über den Sommer komme. Thank you.